Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zum mittlerweile 50. Film über den DJI Mavic. Ja, und zum 50. Film, ich bin mächtig stolz darauf, dass ich das geschafft habe, da machen wir natürlich auch was ganz Besonderes. Und zwar werden wir heute sprechen über den Developer Mode in der Assistant 2 Software. Das ist eine Sache, die geht im Moment so ein bisschen durch die Szene und die Leute sind ja mehr oder weniger zu Recht oder auch nicht so unbedingt zu Recht so ein bisschen in Aufruhr darüber, was da alles möglich ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich auch mal was darüber, primär allerdings mit dem Ziel, das Ganze so ein bisschen einzusortieren. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, ach du, wie kannst du das machen? Wie kannst du diese Geheimnisse preisgeben? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der Erste, der darüber berichtet. Das haben andere schon vor mir gemacht, englische YouTuber schon vor 2 Wochen ungefähr. Und ich bin mir sicher auch nicht der Letzte, der das macht, denn es gibt mittlerweile sogar eine Firma, die die Änderungen, die man dort kostenlos durchführen kann, verkauft. Und das finde ich schon ein bisschen grenzwertig und das ist auch so ein bisschen für mich eine Motivation, wo ich sage, das geht auch anders und das möchte ich euch heute mal zeigen. Ja, bevor wir das aber machen, muss ich leider anfangen mit einer ganz deutlichen Warnung. Bevor wir jetzt medias in res gehen, noch eine wichtige Warnung. Die Änderungen, die ihr durchführen könnt mit den Tricks, die ich euch gleich zeige, die sind aus zweierlei Gründen sehr problematisch. Zum einen ist es so, dass ihr, wenn ihr dort Änderungen durchführt, die eigentlich gar nicht für euch zugänglich sind, dass ihr dann sehr, sehr wahrscheinlich eure Garantie, eure Herstellergarantie verliert. Wenn also was passieren sollte, dann wird es so sein, dass ihr selber für den Schaden aufkommen müsst und nicht den Hersteller dafür verantwortlich machen könnt. Wer also seine Garantie behalten möchte, der lässt besser komplett die Finger davon. Als zweites ist das Ganze sowohl technisch als auch rechtlich problematisch. Wenn ihr zum Beispiel euren Kopter schneller macht, dann ist er nicht nur schneller, sondern er braucht auch mehr Strom. Mehr Strom heißt, dass zum Beispiel Komponenten überhitzen können, weil Ströme genutzt werden, die DJI eigentlich gar nicht so vorgesehen hat. Und wenn er schneller ist, dann ist zum Beispiel auch der Bremsweg länger, sodass die Wahrscheinlichkeit eines Crashes eigentlich dadurch ein bisschen steigt. Hinzu kommen andere Aspekte, wie zum Beispiel der Vortex-Ring-Effekt. Das heißt, wenn ihr die Sinkgeschwindigkeit zu stark erhöht, der Kopter zu schnell sinkt, dann kann es sein, dass er in seinen eigenen Abwind eintaucht und dadurch komplett den Auftrieb verliert und dann plötzlich abstürzt. Auch das ist aus technischer Sicht sehr gefährlich. Aber auch aus rechtlicher Sicht gibt es deutliche Probleme mit den Änderungen, etwa was die Versicherung angeht. Es kann zum Beispiel sein, dass die Versicherung davon ausgeht, dass ein solches Komplettsystem unverändert wird und dass man dann sagt, wenn das hier verändert wurde, dann zahlen wir nicht. Die zweite Sache ist natürlich, wenn ihr Änderungen durchführt und dann auch Flüge durchführt, die rechtliche Grenzen überschreiten. Wenn ihr zum Beispiel das Höhenlimit ausschaltet oder die No-Fly-Zones ausschaltet und dann in den kontrollierten Luftraum eindringt oder in der Nähe von einem Flughafen fliegt, dann sprechen wir hier zumindest in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern über eine schwere Straftat. Auch das ist natürlich sehr problematisch. Von daher würde ich euch raten, schaut euch mal an, was da geht, guckt es euch an, führt aber selber keine Änderungen durch und belasst es dabei, mal einen Blick über den Tellerrand geworfen zu haben und lasst euren Kopter eher unverändert. Wer dennoch etwas ändert, da weise ich jetzt schon mal darauf hin, ihr macht das natürlich auf eigene Verantwortung. Ich übernehme keine Haftung, falls irgendwas passieren sollte. Als allererstes müssen wir uns die Assistant 2 Software besorgen. Das geht auf der Webseite von DJI, dji.com. Dort in dem Bereich Drohnen, dann unter Mavic. Ihr könnt aber auch andere wie den Phantom 4 oder den Inspire 2 auswählen. Ein bisschen runterscrollen, in diesem Balken hier auf Downloads klicken und dann habt ihr hier auf der rechten Seite den Bereich Software und dort gibt es die Assistant 2 Software zum Download, sowohl für Windows als auch für Mac. Die dann einmal runterladen und installieren.
installieren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr die hier auch starten. So sieht die aus. Ich hatte darüber ja schon mal einen kleinen Film gemacht. Und wenn man die dann verbindet, dann kann man hier, wird der Copter erkannt und man kann weitere Konfigurationen vornehmen. Ja, wir müssen aber vorher noch was anderes machen, zumindest bei Windows. Und zwar müssen wir da auf den lokalen Datenträger C gehen, dort dann in den Bereich Programme x86. Dort findet sich der Ordner DJI Product, darin der Ordner DJI Assistant 2 und darin schließlich der Ordner App Files. Wenn wir hier angekommen sind, dann findet ihr hier eine Datei mit dem Namen main.js, das ist eine JavaScript-Datei, und hier können wir einige oder müssen wir eine Änderung dran vornehmen, zumindest wie gesagt unter Windows. Bevor wir da aber irgendwas dran ändern, machen wir als allererstes eine Sicherungskopie, das heißt, wir ziehen das einmal hier so ein bisschen und drücken gleichzeitig die Plus-Taste, die Steuerungstaste, und dann erscheint hier dieses Kopieren-Menü und der Kopieren-Hinweis, und dann haben wir hier so eine Kopie angelegt, einfach durch Drücken der Steuerungstaste beim Ziehen. Ja, dann können wir die Datei main jetzt hier bearbeiten. Das könnt ihr machen mit dem Standard Windows Editor. Ihr müsst allerdings da das Ganze dann als UTF-8 speichern. Ist ein bisschen schwierig. Ich empfehle euch besser Notepad++ euch runterzuladen. Das ist ebenfalls ein Editor, der wesentlich leistungsfähiger ist, wesentlich mehr bietet und kostenlos obendrein. Das ist eigentlich so ein Standard-Editor für jegliche Entwicklung. Damit öffnen wir das Ganze jetzt einmal. Und wenn wir das gemacht haben, dann seht ihr hier diese Datei jetzt vor euch und da stehen jede Menge Sachen drin, die uns alle nicht weiter interessieren. Wichtig ist nur eine einzige Sache in der Zeile 113 bzw. 112. Dort haben wir hier einen Hinweis: Open the DevTools, also öffne die Entwicklerwerkzeuge, und darunter ist der entsprechende Befehl dafür. Der ist aber auskommentiert mit diesen beiden Schrägstrichen hier davor. Deswegen wird der nicht ausgeführt. Wenn wir das rückgängig machen wollen, müssen wir einfach nur einmal, zweimal diese beiden Schrägstriche davor löschen und das Ganze abspeichern. Beim Abspeichern werdet ihr eine Meldung bekommen, dass das nur im Administrator-Modus passieren kann. Deswegen wird der jetzt nochmal hier im Administrator-Modus gestartet und wir kontrollieren ganz kurz hier die Zeile 113 nochmal. Dann ziehen wir das hier weg und jetzt können wir das auch dann speichern, und das ist hier jetzt so hinterlegt. Wenn wir dann die beiden hier schließen, die beiden Notepad++ und dann hier nochmal jetzt die Assistant 2 Software starten, dann sieht die plötzlich ein bisschen anders aus, denn wir haben hier auf der Seite, jetzt hier auf der rechten Seite, so eine etwas größere Konsole, eine Entwicklungskonsole. Das ist so die Standardentwicklungskonsole, die man von Webbrowsern her kennt, mit jeder Menge Daten hier, dem Source Code, der Entfernungseinstellung einer Konsole, Sources und so weiter. Und wir müssen hier jetzt rein in den Bereich Resources, in diesen Bereich rein. Bevor wir jetzt hier weitermachen, vielleicht noch für Mac-Nutzer, da gibt es eine Tastenkombination, mit der genau diese Konsole hier aufgerufen werden kann, und zwar ist das Control-Option-I. Ich bin selber kein Mac-User, deswegen weiß ich das nicht so hundertprozentig, aber ich habe mir sagen lassen, mit Control-Option-I, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, kann man das hier einfach so per Tastendruck dann aufrufen. PC-Nutzer, Windows-Nutzer müssen hier diesen Umweg über diese Datei gehen. Ja, wenn wir dann hier sind, dann gibt es hier verschiedene Unterbereiche, und wenn wir hier in den Bereich Local Storage reingehen, den mal aufklappen und dann in den Bereich File, dann finden wir hier zwei Hinweise auf Debug, und zwar haben wir Debug und Debug Enabled, und wir müssen hier auf diesen Bereich Debug gehen und da hinten die 0 in eine 1 verwandeln. Dazu klicken wir das einfach an, machen einen Doppelklick, dann können wir das editieren und dann schreiben wir hier einfach eine 1 rein und drücken einmal Return. Und dann ist dieser Modus aktiviert jetzt hier, und als nächstes müssen wir dann den Copter verbinden. So, der Mavic ist jetzt verbunden, wie ihr seht. Bevor wir in den Entwicklermodus gehen, zeige ich euch den Modus hier nochmal oder die Assistant 2 Software nochmal ganz schnell so. Es gibt insgesamt 7 Menüpunkte: Firmware Update, Data Upload, Flight Data, Blackbox, Calibration, Simulator
und Wi-Fi-Settings. Die Sachen hatte ich euch ja schon mal in einem gesonderten Film gezeigt. Und jetzt schalten wir hier den Entwickler-Mode, den Debug-Mode einmal ein. Und dann können wir das hier auch schließen und dann verbinden wir uns nochmal mit dem Mavic. Und sobald wir das gemacht haben, werdet ihr sehen, hier gibt es jetzt eine ganze Menge mehr zu entdecken. Die Standardsachen, die wir eben hatten, die sind auch noch alle da, aber es gibt jetzt auch eine ganze Menge mehr. Wir fangen mal an mit dem Bereich FPV Live Video. Hier bekommt man ein Live-Videobild, das aber nur ja, stark verzögert, 10-15 Sekunden verzögert, deswegen sieht man hier jetzt auch nichts und da gibt es eh nur die Wand zu sehen, gegen die der Mavic im Moment gelehnt ist. Dann haben wir hier den Bereich TOV. Da, der kann nicht genutzt werden in Verbindung mit dem Mavic. Das seht ihr auch hier oben schon, keine Connection. Was genutzt werden kann, ist der Bereich Ultrasonic. Da geht es um die Sensoren. Dort haben wir auch eine Verbindung mit dem Mavic. Wir können hier zum Beispiel einmal die Front auswählen, dann auf Show machen und dann seht ihr hier die Live-Daten vom Mavic. Und ich werde die jetzt mal aufheben vom Boden. Und sobald ich das mache, seht ihr hier auch, dass sich da so ein bisschen was ändert. Die Sensoren, die reagieren. Und ich stelle den mal wieder auf den Boden. Das ist also das, was man sich hier dann live anschauen kann. Ja, weiter geht's mit dem Dashboard. Das Dashboard ist so eine Übersicht und jetzt kommen wir in einen Bereich, den der ein oder andere vielleicht von der alten Assistant-Software beim NASA M Flight Controller bzw. beim Phantom 1 oder Phantom 2 kannte. Denn das ist hier so ein Bereich, der im Prinzip so ähnlich aufgebaut ist. Wir haben hier zunächst mal eine Übersicht über die verschiedenen Werte, die den Status verschiedener Module. Wir sehen hier die Gain-Werte, grundsätzliche Informationen über dann unser Fluggerät, den Akkustand etc. Und die einzelnen Sachen können wir anklicken und dann kommen wir in Bereiche rein, die wir auch jetzt nochmal schnell durchgehen. Ich fange mal hier mit den Basic Settings an. Da können wir das Airframe ändern, sollte man natürlich auf keinen Fall machen. Das ist eher was für Eigenbau. Dann haben wir hier das Mounting. Auch das ist eher was für ein Eigenbau. Hier sind die Entfernungen der einzelnen Module zum Schwerpunkt des Kopters, die hier eingetragen werden müssen. Wir sehen hier Feedback vom Remote Controller. Das geht jetzt nicht, denn der ist aus und wir haben hier die ESC-Settings mit dem Motor Idle Speed, Motortests, die hier möglich sind, ESC-Calibration, auch das braucht man nicht, sollte man die Finger fallen lassen. Aber das Ganze wird dem ein oder anderen, der das noch vom NASA M her kennt, sehr, sehr vertraut aussehen. Ja, dann haben wir hier die Gain-Werte, die wir hier anpassen könnten, da sich der Kopter aber ja nicht verändert, zumindest nicht in seinem grundsätzlichen Flugverhalten, brauchen wir hier auch nichts dran zu ändern. Dann haben wir Fail-Safe-Settings, da habt ihr dann zum Beispiel sowas wie die Return-to-Home-Höhe oder das Heading beim Return-to-Home-Flug. Wir können uns hier den Akku anschauen und die eingestellten Warnlevel anschauen, was bei dem einzelnen Level geschehen soll. Es gibt hier den Bereich Flight Restrictions, da haben wir diese 20 bis 500 Meter, die hier standardmäßig eingestellt sind und auch das IOC könnte man hier verbinden mit einem Switch, wenn einer vorhanden wäre. Auch das ist beim Mavic nicht der Fall. Ja, interessanter wird es im Bereich Tools. Auch hier gibt es einige, nur ein paar Übersichten, was den A3 Flight Controller hier angeht. Wir können uns hier die Flugdaten des internen, der internen SD-Karte zugänglich machen, indem wir hier Enter SD-Card-Mode aktivieren. Dann wird die interne SD-Karte gebunden und wir können die dann nutzen am PC, darauf zugreifen, löschen oder auch kopieren. Wir haben hier die Möglichkeit, einzelne Kanäle zuzulegen, zuzuordnen dem A3 Flight Controller, aber das bringt hier beim Mavic auch nichts. Das einzig Interessante hier in dem Bereich ist dieser Punkt, Backup und Restore, denn da könnt ihr die Einstellungen sichern. Und das ist was ihr auf jeden Fall machen solltet, bevor ihr später hier in dem Bereich Parameter irgendwas ändert. Einfach hier ein Backup machen und falls da was schief geht, dann könnt ihr hier über Restore die gesamten Einstellungen wieder euch zugänglich machen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, das Shutter, also das Shutter Speed der Kamera ein bisschen zu beeinflussen. Auch das ist eher unwichtig. Im Bereich DJI Device kommen dann so ein paar Sachen, die sind ebenfalls nicht vorhanden, wie Landing Gear oder Antennen-Offset und wir können noch einen anderen Gimbal-Typ auswählen. All das sollte man besser nicht machen, denn sonst funktioniert der Mavic am Ende nicht mehr.
Ja, dann kommen wir zum Bereich SDK. Das ist etwas, was für Entwickler interessant ist. Hier können Entwickler bestimmen, welche Daten ihnen der Copter zur Verfügung stellt über die Entwicklungsumgebung und mit welcher Frequenz er das machen soll. Für uns ist das ebenfalls uninteressant. Dann kommt der große Bereich Parameter. Da gehen wir gleich nochmal gesondert drauf ein. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Dann haben wir hier die Real-Time-Flight-Data. Da kann man auch nochmal sehr wahrscheinlich auf reale Flugdaten zugreifen. Das geht hier natürlich nicht. Der Copter ist ja im Moment nicht in der Luft. Wie das gehen soll, ist mir auch nicht ganz klar. Deswegen gehen wir direkt weiter zum nächsten Punkt, IMU Calibration. Dort können wir die IMUs kalibrieren. Es sind 2 Stück im Mavic verbaut und die können wir hier sowohl einer Basiskalibrierung unterziehen als auch einer Advanced-Kalibrierung. Die dritte, die hier angeschlossen werden könnte an den A3, die ist nicht vorhanden und deswegen kann da auch nichts gemacht werden. Dann gibt es noch einen Vision Simulator Lite. Was der macht, kann ich euch auch nicht sagen, denn den kann zumindest ich hier nicht starten, diese Simulation. Von daher müsste man mal schauen, was das Ganze macht. Ich weiß es nicht und wir gehen jetzt direkt weiter zu den Parameters, denn das ist auch nochmal ein Riesenblock. Dann kommen wir jetzt zu den Parametern und zu dem, was die Szene so ein bisschen in Aufruhr versetzt. Hier muss man zunächst mal sehen, es gibt eine ganze Menge Parameter, die sind alle nur read-only. Das heißt, da können wir nur lesend drauf zugreifen. Das ist nur für Entwickler interessant und für uns eher nicht. Aber es gibt auch noch einen großen Bereich hier oben, Index. Und wenn ich den mal aufklappe, dann seht ihr schon, hier ist deutlich mehr an Einstellmöglichkeiten zu finden. Ja, da sind hunderte Werte, mit denen man den Copter genau konfigurieren kann, aber auch natürlich Werte, das sagte ich ja eingangs bereits, wo man auch viel verstellen kann. Ich mache hier mal 2 Beispiele, um euch zu zeigen, was damit möglich ist. Zum einen kann man zum Beispiel Werte ändern, die man auch sowieso in der App ändern könnte. Das kann hier zum Beispiel das Battery Level sein. Da haben wir die Warnlevel 30 und 10%. Und wenn ich hier mal draufklicke, dann kann ich diesen Wert ändern, kann da zum Beispiel eine 20 reinschreiben, einmal Return drücken und das ist im Copter gespeichert. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal im Dashboard kurz kontrolliere, dann werdet ihr sehen, die erste Low Battery Warning, die ist jetzt auf 20% geändert worden. Ich kann solche geänderten Werte mir in einem besonderen Speicherbereich bookmarken mit diesem Plus-Symbol. Sobald ich dieses Plus hier einmal drücke, landet dieser Wert, diese Einstellung hier in diesem Common Use Params. Und das solltet ihr grundsätzlich machen, weil wenn ihr irgendwas verändert, dann könnt ihr das hier immer, habt ihr praktisch den Schnellzugriff darauf und braucht nicht hier erst lange rumzusuchen. Ja, was man auch machen kann jederzeit ist Reset drücken, dann wird das wieder auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Ja, wie gesagt, das ist allerdings noch nichts Besonderes. Das kann man ja auch in der App machen. Deswegen schauen wir uns jetzt mal etwas anderes an. Ich gebe mal ein G-config und -mode. Und wenn wir das machen, dann haben wir hier die Einstellungen für die ganzen Flugmodi. Ihr seht es schon, hier ist der Novice-Mode, also der Anfänger-Modus. Dann haben wir den Tripod-Mode, wir haben hier Wi-Fi-Modus, wir haben Gentle-Modus, wir haben den normalen Modus, das ist der GPS-Modus. Wir haben den Sport-Modus hier, wir haben den Cinematic-Mode, den Tripod-Mode. Und es gibt auch noch Einstellungen für einen Manual-Mode. Den gibt es natürlich beim Mavic nicht, aber Einstellungen entsprechend könnte man hier vornehmen. Und das bedeutet, dass man hier allerlei Einstellungen vornehmen kann, was diese Modi angeht. Ich mache mal hier zum Beispiel, was ja auch im Forum schon besprochen wurde, ein Beispiel mit dem Sportmodus. Wir filtern mal hier nur nach den Sportmodi-Einstellungen und da können wir zum Beispiel ändern die Neigung des Copters. Die Tilt-Ati-Range, da ist die hier und die ist jetzt auf 35 Grad. Und wenn man die Neigung hier erhöht, dann ist der Copter stärker gekippt
und er wird dadurch schneller. Das heißt, wir könnten das zum Beispiel auf, ja, sagen wir mal 45 Grad machen, dann ist er stärker geneigt und wird dadurch schneller, aggressiver. Genauso können wir andere Sachen hier einstellen, wie zum Beispiel die Steig- und die Sinkgeschwindigkeiten, die hier mit Vertical Velocity Up bzw. Velocity Down gespeichert sind. Das hier ist dann zum Beispiel die 5 Meter pro Sekunde Steiggeschwindigkeit. Die könnte man hier ändern in eine 8 und die Sinkgeschwindigkeit, das ist was übrigens was ganz Gefährliches, könnte man zum Beispiel auf minus 5 ändern und dann würde der entsprechend schneller sinken. Dabei muss man natürlich extrem aufpassen, denn dieses Sinken kann zum sogenannten Vortex-Ring-Effekt führen und dann kann es sein, dass der Kopter in seinem eigenen Abwind quasi keinen Auftrieb mehr generiert und abstürzt. Deswegen ist sowas gefährlich und deswegen sind diese Einstellungen hier, die DJI vorgenommen hat, eigentlich auch schon sehr optimal. Man kann hier was dran ändern. Wie gesagt, wenn ihr Werte ändert, solltet ihr euch auf jeden Fall hier mit dem Bookmarken da oben festspeichern, sodass ihr die jederzeit schnell wieder ändern könnt und schnell wieder darauf zugreifen könnt. Dann könnt ihr hier natürlich auch das Reset nutzen und ihr seht, sobald ich das Reset nutze, dann werden diese ganzen Sachen hier auch wieder auf Standardwerte zurückgesetzt. Das ist auch was, was man damit machen kann. Hier, das sind eigentlich recht unkritische Sachen, muss man halt nur ein bisschen aufpassen, dass man, wenn man entsprechende Änderungen hier vornimmt, dass man damit auch umzugehen weiß. Aber es geht natürlich noch viel, viel mehr. Wir schauen, ich zeige euch jetzt nur mal ein paar, ich werde nicht detailliert darauf eingehen. Wenn wir zum Beispiel mal hier Flying eingeben, dann bekommen wir hier zu den Flying Limit Einstellungen. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel die Höhenbegrenzung und die kann man hier drüber auch komplett ausschalten. Wie das geht, werde ich jetzt hier nicht zeigen. In Deutschland darf man eh nur 100 Meter hochfliegen, von daher ist das im Prinzip auch völlig egal. Aber das wäre zum Beispiel eine Sache, die man hier ändern kann. Genauso, wenn wir hier mal Airport eingeben, dann kommen wir hier in Konfigurationsbereiche, wo man die Einstellungen für die No-Fly-Zones ändern könnte. Auch das ist natürlich eine sehr gefährliche Sache, denn in der Nähe von Flughäfen zu fliegen ist nicht nur verboten, sondern natürlich auch extrem gefährlich. Von daher auch das, da werde ich nicht detailliert drauf eingehen, aber auch solche Sachen sind hier möglich. Kommen wir wieder zurück zu ja vielleicht ein paar nützlicheren Sachen, bevor wir jetzt hier wirklich in die Grenzbereiche gehen. Ich zeige euch noch ganz schnell zwei weitere Sachen. Und zwar ist das zum Beispiel, wenn wir hier mal nach Go Home suchen, können wir hier die Einstellung für den Return to Home Flug ändern. Und da ist zum Beispiel, haben wir hier zum Beispiel den Punkt Go Home Idle Velocity, also die Geschwindigkeit, mit der der Kopter den Return to Home Flug durchführt. Da können wir hier eine höhere Geschwindigkeit eintragen, zum Beispiel 12. Dann fliegt der ein bisschen schneller bei einem Return to Home Flug, was durchaus ja sinnvoll sein kann. Eine andere Sache, die eben ich euch zeigen möchte, ist zum Beispiel die Windwarnung. Ihr kennt das, wenn man mit dem Kopter in etwas stärkerem Wind fliegt, dann gibt es schon mal Warnungen. Und hier können wir eben jetzt die Windgeschwindigkeiten, die der Kopter hier merkt, entsprechend sehen und welche Warnstufen es da gibt. Es gibt zwei Warnstufen. Und hier können wir natürlich auch sagen, okay, wir möchten das ein bisschen raufsetzen. Das hier zum Beispiel auf 8 und das hier auf 12, dann haben wir da diese Einstellungen etwas erhöht und diese Warnungen kommen nicht so oft. Das sind also interessante Einstellungen, wo man sagen kann, okay, hier das ist noch vertretbar, das entsprechend zu ändern. Aber es gibt jede Menge Einstellungen mehr, es gibt hier einiges zu entdecken. Wie gesagt, die ganzen Modi, Cinematic Mode, Tripod Mode, ihr könnt da jede Menge konfigurieren. Es ist also sehr interessant, aber man muss auch sehr, sehr vorsichtig damit sein. Soweit also mein Film über den Debug-Mode in der Assistant 2 Software hier beim DJI Mavic. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei anderen neueren DJI-Koptern wie der Phantom 4 Serie oder dem Inspire. Aber auch da solltet ihr natürlich entsprechend vorsichtig sein und ich weise zum Abschluss nochmals darauf hin,
Ich übernehme keine Verantwortung. Ihr macht das auf eigene Gefahr, falls ihr dort irgendwelche Änderungen durchführen solltet. Ja, ich hoffe, mein Film hat euch trotzdem gefallen. Mal ein kleiner Blick über den Tellerrand hier zum 50. Film in meiner Serie über den DJI Mavic. Wie immer freue ich mich über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Empfehlt mich weiter und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann abonniert hier meinen YouTube-Kanal, damit ihr die kommenden Filme nicht verpasst. Falls ihr noch Fragen haben solltet zu dem Thema, das ist ja doch sicherlich noch etwas, wo man ausführlicher drüber sprechen kann, schaut in jedem Fall im Forum vorbei. Dort gibt es schon einen Diskussionsstrang zu diesem Thema, wo ihr gerne einsteigen könnt. Zum Abschluss von mir wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.